Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute ein recht spontaner Tag, den ich heute bei Juli Bücher entdeckt habe, bei der lieben Juliane. Und zwar hatte sie so ein bisschen genannt, warum BookTube, was brauchen wir hier mehr? Also alles rund um BookTube. Es ist eher ja so eine Fragensammlung an Creator, also die eben auch Bücher auf YouTube besprechen. Ich packe euch den Kanal und das Video natürlich unten in die Infobox. Und auch die Fragen, solltet ihr als Creator vielleicht nur die ein oder andere Frage beantworten wollen, hier in den Kommentaren im Austausch. Aber vielleicht wollt ihr ja auch als Zuschauer reagieren und zu der ein oder anderen Frage was dazu sagen, weil es gibt auch zum Beispiel eine Frage, da geht es so ein bisschen um Formate, die man gerne schaut. Da würde ich dann, glaube ich, auch die Frage gerne an euch mal weitergeben. Und dementsprechend, denke ich, können wir da eine schöne Mischung draus machen. Insgesamt 10 Fragen und wir beginnen mit der ersten Frage. Wie entscheidest du, was du auf deinem Kanal rezensierst? Und ich glaube, zu 99% seht ihr alle Bücher, die ich lese, entweder im Büchermonat oder früher noch in der Bücherwoche. Es gibt sehr wenige Bücher, die ich nicht bespreche. Und das sind oft Bücher, die so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Also wenn sich irgendwie ein Thema in mir umherkreist, was aber sehr persönlich ist, wo man vielleicht auch gerade irgendwie einen Anstoß hat dazu, dann ist das oft was, wenn es noch zu frisch ist, worüber ich vielleicht nicht so sprechen möchte, weil ich ja dann doch nicht meine ganze psychische Seele hier irgendwie offenlegen möchte. Aber ich würde sagen, von 99% der Bücher, die seht ihr hier, da gibt es für mich ja, tatsächlich kein so Unterschied. Ich würde sagen, bei den Lesevlogs bin ich immer so ein bisschen in die Richtung hin. Ich erwarte irgendwie ein Highlight und möchte dann natürlich auch ein Buch haben, bei dem man durchaus ein bisschen was besprechen kann, wo man zwischendrin einfach innehalten kann, in den Dialog dann auch gehen kann. Das sind ja dann die Bücher, die im Grunde so eine Einzelrezension über den Lesevlog bekommen. Das ist vielleicht so der Grund, ja, warum dann die Bücher gewählt werden. Zum Beispiel beim Hörgenuss, der ja in der Regel einmal im Monat kommt, da war es natürlich dann auch wirklich das Highlight des Monats oder des vergangenen Monats, was ich auf den Ohren hatte, egal in welcher Form. Es muss ja nicht immer ein Buch sein. Also das, ja, ist tatsächlich, ja, also ich glaube, da gibt es gar keine so strikte Regel, außer in der Regel wird eigentlich alles irgendwie vorgestellt. Zweite Frage, Vorbereitung. Bist du organisiert oder eher der spontane Typ? Also gerade dieser Tag relativ spontan, sonst bin ich schon ein bisschen organisierter. Also ich habe einen Plan, was so im Monat erscheinen kann, soll, wann es erscheint, wie ich das so zeitlich hinbekomme. Ich habe in der Regel auch so 1-2 Tage im Monat, wo ich wirklich eher so drehe und dann über den Monat hinweg dann auch so ein bisschen schneide. Gerade jetzt, wo es die Bücherwoche wirklich zum Glück für mich nicht mehr gibt, nimmt das wirklich so diesen Zeitdruck raus, dass man bis Freitagabend fertig sein muss, damit Samstag eine Bücherwoche online geht. Das wird beim Adventskalender wieder ein bisschen anders, aber darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Aber ich habe schon einen Zettel, ich habe Stichpunkte zu den einzelnen Büchern. Ich hole mir oft auf mein Tablet die Klappentexte, wenn es zum Beispiel um die Neuzugänge oder Neuerscheinungen geht, wo ich ja noch nicht so viel dann auch erzählen kann. Also da bin ich dann definitiv schon ein bisschen vorbereiteter. Dritte Frage, was hat dich dazu inspiriert, einen BookTube-Kanal zu starten? Also mein Kanal hier ist ja, glaube ich, schon 13 Jahre alt. Vorher gab es auch schon einen BookTube-Kanal, den man noch nicht BookTube-Kanal nannte. Da waren wir vier junge Mädels, die versucht haben, immer so ein Thema im Monat irgendwie herauszuwählen. Entweder haben wir eine Reihe gelesen oder einen Autor oder ja, haben uns mit etwas anderem beschäftigt. Und der ursprüngliche Antrieb war, dass ich damals super gerne verschiedene Beauty-YouTuber geguckt habe und dann irgendwie dachte, naja, über Beauty reden jetzt schon so viele, das könnte man ja auch mit Büchern machen. Und ich würde sagen, als ich vor 15, 16 Jahren, ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich so lange her, mit BookTube auch irgendwie angefangen habe, also gerade in dieser Vierer-Kombi, da gab es halt gefühlt noch niemand groß, der über Bücher gesprochen hat. Es kam dann so einer nach dem anderen. Also wenn ich gerade denke, Buchling Janine ist wahrscheinlich so mit die erste, die ich entdeckt habe, dann ja, wahrscheinlich auch Cossi, die wahrscheinlich auch noch viele von euch kennen. Und dann wurde da so eine etwas größere Community draus. Und heute sind wir ja wirklich so viele Creator, die über Bücher sprechen, dass man sie gar nicht mehr so richtig zählen kann, was ich richtig cool finde, weil für jeden Geschmack etwas dabei ist. Jeder einfach das findet, was er auch sucht, was er gerne lesen möchte. Und auch einfach bei, ja, in dem Genre auch irgendwie suchen kann. Na, wie ich bin ja doch sehr viel im Fantasy-Genre unterwegs und wenn es da so eine Handvoll Leute gibt, die genau diese Genre so lieben wie ich, dann kann ich da natürlich wirklich Tipps finden. Ich gucke aber natürlich auch BookTuber, die über Bücher sprechen, die jetzt nicht mein Fall sind, wo einfach der Mensch dahinter
sympathisch ist und mir Spaß macht. Also ich glaube, es war einfach dieser Ansporn, über das zu reden, was mich am meisten bewegt, und das sind in meiner Freizeit, in meinem Hobby eben die Bücher, das Lesen, Buchverfilmungen, und dann kamen natürlich auch immer mal noch so ein paar andere Themen dazu, also über Filme spreche ich ja ganz gerne, das Düftelige kam dazu, ja, ich glaube, da gibt es so allerhand, was man nebenbei noch ein bisschen erzählen kann. Das Reisen habe ich jetzt immer mal mit hier eingepackt, und ja, aber inspiriert war einfach, ich möchte mich irgendwie austauschen, und das eben möglichst über Bücher. Vierte Frage: Wie sieht eine Filmsession bei dir aus? Ja, also hier steht das Stativ, steht die Kamera. Ich habe einen Notizzettel in der Regel hier irgendwo rangeklebt. Ich habe das Tablet in der Hand, wenn ich es bedarf. Und dann wird gedreht. In der Regel bin ich vorher noch ein bisschen zurechtgemacht. Beim Vlog sieht man mich ja auch öfter mal komplett ungeschminkt, was ich auch gar nicht schlimm finde. Aber ich sag mal, sonst habe ich so eine leichte Schicht irgendwas drauf. Oft bin ich auch einfach tagsüber schon geschminkt und nutze das schöne Augen-Make-up dann zum Beispiel einfach dafür, auch direkt ein Video zu drehen. Und so viel mehr Vorbereitung ist es nicht. Natürlich muss man sagen, während ich ein Buch lese, mache ich mir natürlich Notizen, ich mache ein abschließendes Fazit, ich mache mir ein paar Gedanken, ich schlafe manchmal auch noch drüber, nicht immer, wie beim letzten Lesevlog, da kam der abschließende Eindruck tatsächlich relativ zeitnah, und da muss ich jemanden mal strecken. Ja, sehr schön, also das, ich liebe diesen Buschelschwanz, ist er nicht ja, also ich liebe natürlich den ganzen Hund, aber der Buschelschwanz und die Ohren, das sind schon mein persönliches Highlight. Von den süßen Hundeaugen, na, ihr versteht, wir müssen da gar nicht. Irgendwo ist auch noch eine Katze, ich glaube, hier oben, aber die seht ihr nicht. Ja, hier oben. Aber gut, ja, soweit waren wir. Ja, von daher würde ich sagen, so läuft das ab. Es wird dann einfach gedreht und dann danach kommt natürlich der Schnitt, das Hochladen, die Infobox, aber die reine Filmsession, manchmal ist es sehr spontan. Manchmal ist es einfach so, heute ist der Tag, fühle ich mich wohl, passt alles, habe ich noch Tageslicht, das wird sich jetzt im Herbst, Winter wieder so ein bisschen verändern, da werde ich dann meine Ringleuchte mal ein bisschen öfter benutzen müssen, aber ich versuche schon eigentlich, ja, dass alles so ein bisschen passt, und dann wird einfach gefilmt und dann geht's los. So einfach ist es, ne? Ja, manchmal kann es auch einfach sein. Fünfte Frage: Was ist deine liebste Art von BookTube-Videos? Also ich muss wirklich sagen, ich bin ein großer Fan von Büchermonaten, Lesemonaten, von Videos, wenn über gelesene Bücher gesprochen wird. Also ich merke das immer mehr, dass es mich da wirklich in Gänse mehr hinzieht, dass ich mir da auch lieber so ein 1-Stunden-Video anschaue als 3-20-minütige Neuzugänge-Videos. Ich liebe es, wenn Leute über Bücher sprechen, die sie gelesen haben. Wenn sie mir erzählen, um was es da geht, wie sie es fanden, wie ihre Emotionen dazu sind, warum sie es gut fanden, nicht gut fanden. Ja, also Büchermonate, Lesemonate, egal wie wir es nennen wollen. Ich mag tatsächlich auch Vlogs. Also gerade wenn jemand so einen durch eine Bücherwoche irgendwie mitnimmt, vielleicht auch zu verschiedenen Büchern was erzählt, einen mit in die Buchhandlung nimmt, das mag ich auch super, super gerne. Ich mag es auch, wenn jemand vielleicht zu einem gewissen Genre Buchtipps gibt. Ich mag grundsätzlich, wenn Tipps weitergegeben werden, also wenn man auch Highlights, also mir hat ja auch jetzt letztens der Tag gefallen mit den Highlights der letzten 10 Jahre, wo ich sage, da kann man so viel mitnehmen, weil es da natürlich nur Empfehlungen gibt, und das macht einfach Spaß. Also es geht mir nicht darum, dass ich nur Empfehlungen bekomme, aber ich bin natürlich eher auf BookTube unterwegs, um zu sagen, oh, welches Buch kenne ich noch nicht, was könnte was für mich sein. Natürlich auch dann andersrum zu sagen, ah, das hatte ich auf der Wunschliste, das haben jetzt 2 Leute nicht so gut bewertet, rutscht wahrscheinlich ein bisschen weiter runter in der Wunschliste. Mache ich viel zu selten, muss ich ehrlich sagen. Oft sind die Bücher dann auch schon eingezogen, bevor ich überhaupt mir eine Rezension anschaue. Aber es gibt schon so Bücher oder auch Autoren, wo ich sage, ja, da warte ich doch 1-2 Stimmen ab. Und ich möchte einfach so, ja, diese Meinung zu den Büchern hören. Und da natürlich, wenn jemand sagt, hier meine 10 liebsten Fantasy-Highlights, ach, das ist, da brauche ich gar nicht lange überlegen, wird auf dieses Video geklickt. Und dann möchte ich da so ein bisschen was davon erfahren. Also ich mag das super gerne. Ich mag auch Tags sehr gerne, gerade wenn es so buchige Tags natürlich auch sind, weil man da eben auch eher mal so Bücher sieht, die vielleicht auch ein bisschen älter sind, die dann wieder in Erinnerung gebracht werden. Das ist natürlich auch super schön. Und man hat so ein bisschen Blick hinter den Creator. Also oft sind ja da auch ein bisschen privatere Fragen dabei, wo man einfach so ein bisschen Allgemeineres noch zu der Person erfährt. Und das mag ich auch super, super gerne. Und das ist tatsächlich die Frage, die ich euch auch einfach gerne weitergeben möchte. Welches BookTube-Format mögt ihr sehr, sehr gerne? Was schaut ihr am liebsten? Vielleicht habt ihr da auch Ideen, was ihr auf meinem Kanal vielleicht noch nicht gesehen habt und sagt, hey Steffi, das Format wäre vielleicht auch was für dich. Dann super, super gerne in die Kommentare. Ja, 6. Frage. Wovon würdest du auf BookTube gerne mehr sehen?
Ja, also ich glaube einfach Buchrezensionen. Ich glaube, ich würde viel lieber durchgängig Highlights von Leuten sehen, gerne auch Abbruchbücher oder Try a Chapter, wo man den ersten Eindruck bespricht. Ich glaube, das gibt es aber schon zu Genüge. Ich glaube, zu jedem Booktuber gehört auch irgendwie, dass er über die gelesenen Bücher spricht. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Also ich glaube, davon kann man gar nicht genug bekommen, aber es gibt, glaube ich, auch genügend. Und das macht mir einfach große Freude. Wovon würde ich gerne mehr sehen? Finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil das würde sich dann so vom BookTube ein bisschen weggehen. Also zum Beispiel vielleicht auch viel mal über Buchverfilmungen, dass da viel mehr mal gesprochen werden würde. Aber das mag natürlich an und für sich nicht jeder. Nicht jeder möchte einen Film bewerten. Ist natürlich nochmal eine ganz andere Richtung, über die man dann auch spricht, über die man denken möchte, muss, soll, wie auch immer. Aber ich glaube, ich habe da gar nicht so viel mehr Wunsch. Ich mag es einfach, wenn über gelesene Bücher gesprochen wird. Und das, glaube ich, finde ich auf BookTube wirklich genug. Ja, allein wenn man in den ersten 2 Wochen des Monats guckt und dann wirklich die Büchermonate, Lesemonate, die letzten 10 Bücher, die man gelesen hat oder sowas, dann erscheint. Also da bin ich wirklich einen ganzen Monat mit beschäftigt, um das von meinen liebsten BookTubern mir anzugucken. Von daher, glaube ich, ist da genug. Aber auch hier natürlich die Frage an euch. Welche Formate würdet ihr gerne mehr sehen? Was seht ihr vielleicht auch eher im amerikanischen, englischen BookTube, wenn ihr denn sowas schaut, wo ihr sagt, das könnte auch mal zu Deutschland rüber schwappen, dann auch sehr gerne in die Kommentare. 7. Frage. Machst du dir Notizen beim Lesen? Wenn ja, in welcher Form? Also ja, ich mache mir Notizen und ich mache die meistens einfach in mein Notizbuch. Ich habe so ein wiederverwendbares Notizbuch, wo man die Seiten auch einfach abwischen kann. Und da mache ich mir oft Notizen rein. Also sei es, wie die Charaktere heißen, wie die Stadt irgendwie heißt, wo es spielt. Und einfach so ein paar Gedanken, die ich zwischendrin habe. Und dann übertrage ich die tatsächlich einfach in eine Word-Datei. Buchtitel, Autor, gelesen von bis. Und mache so 2, 3 Infos zu dem Buch und dann schreibe ich das mittlerweile tatsächlich digital und speichere mir diesen Büchermonat oder dann ja das Bücherjahr sozusagen auch ab. Also ja, das ist tatsächlich meine Form. Ich schreibe es nochmal ab. Ich drucke mir das dann tatsächlich des Öfteren so in Gänze einfach aus mit den Stichpunkten und habe dann hier meine Stichpunkte für den Videodreh. Und eine Zeit lang habe ich dann auch noch das Cover ausgedruckt oder das Cover mit rangeklebt und habe mir das in eine Mappe gepackt. Da muss ich aber sagen, davon bin ich ein bisschen weggekommen. An und für sich reicht mir dann die digitale Datei. Aber so ist das halt ganz schön, um einfach, wenn man nicht mehr ganz irgendwie, also ich habe es oft nicht mit Namen und mit Orten, da hilft es mir oft einfach auf die Notizen zu gucken. Ich habe da auch Zitate oft mit drin und drauf. Wenn ich ein E-Book lese, funktioniert das genauso. Da ist es bei Zitaten aber häufiger so, dass ich die einfach kurz abfotografiere und Zitate trage ich ja in mein Zitatebuch dann auch ein. Darüber habe ich in meinem letzten Vlog gesprochen, wo es so ein bisschen um die Füller gegangen ist und die Anwendungsfälle sozusagen vom Füller und dass ich da dann gerne mir die Notizen auch ausschreibe. Aber in der Regel wird es relativ einfach mit der Hand irgendwie wohin gekritzelt und dann wird es nochmal in schöner Schrift sozusagen auch übertragen. 8. Frage. Wo siehst du deinen Kanal um diese Zeit im nächsten Jahr? Also da ich einfach gefühlt aus dem Alter und der Zeit irgendwie raus bin, um mich zu vergleichen, um mir da Gedanken zu machen. Ich muss sagen, der Meilenstein 5000 Abonnenten war jetzt schon richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, in einem Jahr nochmal irgendwie um 1000 Abos zu wachsen. Ich glaube, dazu sind wahrscheinlich auch die Bücher, die ich lese, wahrscheinlich nicht Mainstream genug, was auch gar nicht schlimm ist. Ne? Also ich würde jetzt auch nicht anfangen, Mainstream zu lesen, damit die Welle der Mainstream-Leser zu mir rüber schwappt. Und ich meine das überhaupt nicht wertend, aber ich glaube schon, dass ich einfach dieser Hauptzielgruppe, die auf YouTube wahrscheinlich unterwegs ist, einfach nicht entspreche. Und das ist auch gut so in manchen Fällen. Ich möchte einfach weiterhin Spaß haben. Ich möchte meine Videos machen, möchte meinen Austausch mit den Zuschauern in den Kommentaren haben. Ich möchte den Austausch mit BookTube-Kollegen in deren unter deren Videos in den Kommentaren haben. Und ich möchte einfach, dass das so locker, flocker, freundlich weiterhin bleibt, wie diese Bubble einfach irgendwie ist. Und dass wir einfach weiterhin Spaß daran haben und offen über Bücher sprechen können, dürfen. Und dass das einfach so positiv weitergeht. Und das wäre so mein Ziel dann für das nächste Jahr.
Neunte Frage. Was ist deine schönste, beste Booktube-Erinnerung? Also da gibt es in diesen 13 Jahren natürlich einige. Ich glaube, dass die meisten Erinnerungen immer die sind, wo man sich kennengelernt hat. Also ich glaube, auf Buchmessen andere Zuschauer, Creator zu treffen, da in den Austausch zu gehen, ich glaube, das sind immer so die Erinnerungen, die man im Herzen trägt. Besonders auch mit den Herzensmenschen, die man vielleicht auch einfach über Booktube kennengelernt hat und da wirklich tiefe, enge Freundschaften entstanden sind und man dann außerhalb von Booktube auch Erinnerungen geschaffen hat. Ich glaube, das sind so die schönsten Erinnerungen, dass man eben ja mit Menschen unterwegs war. Also sei es auf einer Buchmesse umhergeht, ob man bei einem Booktuber-Treffen eine Stadt zusammen entdeckt. Ich glaube, das sind die Erinnerungen, die man mitnimmt. Auch so das ein oder andere Leseexperiment war lustig. Die Kingsianer-Tour mit Hugendubel wird mir, glaube ich, immer in Erinnerung bleiben. Auch wie sich da im Grunde so die ein oder andere Bekanntschaft da rumherum entwickelt hat, wo man auch heute noch im Austausch ist. Und das ist halt einfach der schöne, dieser Austausch, den es halt ohne Booktube einfach nicht gegeben hätte. Mit Büchern, Menschen, wo man sich trifft. Wie geht es dir? Hallo, ich bin und jetzt lass uns über Bücher sprechen. Und man kann eigentlich 3 Stunden über Bücher sprechen. Man hat ein Thema. Und darüber hinaus entwickeln sich in nicht so vielen Fällen, aber in 2, 3 Fällen haben sich hier wunderbare Freundschaften in meinem privaten Leben ja einfach entwickelt, für die ich sehr, sehr dankbar bin und auch für all die Erinnerungen, die wir jetzt außerhalb von Booktube, außerhalb des Lesens dann auch miteinander schaffen. Dann letzte Frage. Warum Booktube? Das ist echt, ja, es ist einfach das große Thema in meinem Leben. Also wenn ich ein Hobby an erster Stelle stehen lassen würde, ist es definitiv einfach das Lesen. Sind es Bücher? Ist es das Lesen? Ist es das darüber sprechen? Ist es das Kaufen? Ist es sich mit Neuerscheinungen beschäftigen? Autoren irgendwie zu ihrem Prozess verfolgen? Es ist einfach dieses Thema, was wirklich vorherrscht in meinem Privatleben. Also jetzt vielleicht mal abgesehen von Freunden oder was weiß ich, wandern, spazieren mit dem Hund, finde ich irgendwie auf YouTube auch nicht so ganz spannend. Jeden Tag die Hunderunde, wie könnte man das nennen? Gibt es einen Dogtube? Wow, eine Idee, wer möchte das sehen? Es ist einfach das, womit ich mich am liebsten und wahrscheinlich so in Gänze auch in den Stundenzahlen am Tag in meiner Freizeit beschäftige. Und Booktube natürlich, YouTube jetzt auch zum Hobby einfach dazugehört. Also, dass man sich dann vor die Kamera setzt, dass man darüber spricht, dass man in den Austausch auch mit anderen geht. Und das ist halt dann so ein großes Ganze. Und das ist einfach ein großes Hobby, was mir großen, großen Spaß macht. Und dementsprechend, ja, war ja anfangs meiner YouTube-Karriere, stand ja auch mal Beauty und Lifestyle. Und als das aber einfach zu, als ich einfach merkte, das war mir zu kaufen, jagen, hinterherrennen, ich gemerkt habe, das bin auch irgendwann nicht mehr ich gewesen. Und die Bücher sind halt irgendwie schon, keine Ahnung, über 30 Jahre, wahrscheinlich sind sogar schon 35 Jahre, möchte gar nicht so darüber nachdenken. Und sie waren nie groß weg, vielleicht mal ein bisschen weniger da, dann mal wieder eine Zeit lang etwas intensiver. Aber ja, ich meine, selbst wenn man über Buchverfilmungen dann darüber nachdenkt und alles drumherum, finden sich immer Themen, die irgendwie Thema Buch haben. Und ja, das ist einfach meine Welt, in der ich gerne bin, in der ich mich wohlfühle, in der ich flüchten kann, in der ich ganz präsent sein kann, je nachdem, wie es das Buch gerade bedarf. Und ich da einfach große Freude dran habe. So. Und ich hoffe, ihr habt auch große Freude an Booktube. Lasst mir gerne in den Kommentaren zu den 2 gestellten Fragen und natürlich auch allen anderen super gerne ein paar Gedanken da. Vielleicht auch, warum ihr gerne Booktube schaut. Wahrscheinlich wird die Liebe zu den Büchern unser gemeinsamer Tenor sein. Aber schreibt mir das super gerne in die Kommentare und ich freue mich da auf den Austausch. Ja, ich danke Juliane für den Tag, dass ich den noch spontan hier heute reingequetscht habe in den Drehtag. Und freue mich dann auch auf eure Kommentare. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.